Laterna Magica ist Latein und bedeutet so etwas wie Zauberlaterne. Mit ihrer Hilfe wurden von Schauspielern und Schaustellern Geschichten an die Wand geworfen und dem Publikum erzählt. Und so etwas gibt es jetzt auch wieder, nur unter einem anderen Namen. Und dieser Name heißt Storyscope. Storyscope ist moderner und ja, auch mit Software versehen. Aber eins ist geblieben, die Lust an der Fantasie, die Freude am Erzählen. Und mehr dazu weiß mein Gesprächsgast Ramon Verberne, der Miterfinder. Hallo. Hallo. Wie funktioniert diese Box? It's pretty simple. We have these wooden blocks, and when you put a block on top of the glass pane, then something will appear. And if you move it, it will move and turn around. So you can make your own story with it. Also es funktioniert sehr einfach. Es gibt diese hölzernen Kubusse, die man einfach auf die Oberfläche legen kann. Und dann erscheint etwas. Hier sind es die drei Enden. Und wenn man ja mit diesen Klötzern spielt, dann kann man seine eigene Geschichte erzählen. And in this case, we took by invitation this book by Leo Timmers, and we took the pictures of the book and created this world in the Storyscope. Okay. In dem Fall haben Sie eine Vorlage genommen, das Buch von Leo Timmers, und haben dieses Buch einfach auf die Leinwand gebracht. Und zwar, ich glaube, you do it extra for the book fair, right? Yeah. Ja, also Sie haben es extra für die Buchmesse hier gemacht. Wie unterscheidet sich denn jetzt Storyscope von der Laterna Magica? In Laterna Magica, that's you have someone that tells the story and the audience is looking at it. And we turn it around. So the audience becomes the creator. You can play with it, the children can play with it. So you become the author, you become the director, you get ownership of the story. Also die große Neuerung ist, dass die Laterna Magica einfach eine Umwandlung ist. Bei der Laterna Magica war der Schausteller oder so der Geschichtenerzähler, der dem Publikum etwas erzählt hat. Hier wird das Publikum zum Geschichtenerzähler. Also die Kinder selber werden aktiv, sie bewegen etwas, sie sehen etwas und kommen ins Erzählen. And another difference is the Laterna Magica is by Huygens, 17th century, and this is 21st century. Ein weiterer Unterschied ist natürlich auch die Weiterentwicklung. Die Laterna Magica von Huygens im 17. Jahrhundert entstanden und hier sind wir jetzt im 21. Jahrhundert angekommen. Für wen haben Sie denn diese Box gemacht? We made it for everybody who wants to tell stories. There is no text, no language involved. So it could be children, small children, kindergarten children, grown-ups, elderly people, anyone can play. You can play together, you can play alone. Also es ist für jeden gemacht, der Geschichten erzählen kann oder möchte, vom kleinen Kind angefangen, auch bis zum Erwachsenen. Gruppen können das nutzen und ja, jeder, der Lust am Erzählen und Fabulieren hat. Ja, können wir das mal ausprobieren? By all means. Next to the wooden blocks that you can move the characters with, you can also make a drawing by yourself and put it in. You want to try that? Yes. Sure, yeah. Also man kann nicht nur diese hölzernen Blöcke benutzen, sondern man kann auch eigene Zeichnungen mit integrieren und das geht auch ganz schnell. Genau, also ich versuche jetzt einfach mal einen Fisch zu zeichnen. Wichtig, ja? Hat er mir vorher erzählt, dass die Linien geschlossen sind und ich möchte hier einen lustigen Fisch haben. Okay, so I take the drawing, we put it on here, we take this block. We put it on here, and now we put this on here, and there's your fish. Okay, also wir haben jetzt diesen Fisch einfach sehr schnell integriert und der kann sich jetzt auch hier bewegen und schon geht die Geschichte los. Also hier, der Fisch hat Angst vielleicht und so weiter, aber der große Fisch interessiert sich gar nicht für ihn. And the story is going on. Wo wird das Storyscope überall eingesetzt? We use it in places like this, the Buchmesse in Leipzig. Also in children's hospitals, libraries. Also das Storyscope wird eingesetzt bei Orten wie hier, wie bei der Buchmesse oder in Kinderhospitälern oder auch Kindergärten. In theaters, in museums.
in Theatern und Museen und, das habe ich vorhin vergessen, auch in Büchereien. In Care Homes for the Elderly. In Altenheimen. And we do that all across Europe. Und auch nicht nur in den Niederlanden, sondern auch in Ländern, in vielen europäischen Ländern. Okay, also für alle, die Lust bekommen haben, selbst ins Erzählen zu kommen und einmal selbst Autor oder Autorin zu sein, hier am Stand von den Niederlanden und Flandern in der Halle 4, Stand C 305, gibt es das Storyscope. Und eine letzte Frage. Wenn Sie sich nicht selber Geschichten ausdenken und mit dem Storyscope erzählen, von welchem Autor oder Autorin lesen Sie besonders gern Geschichten? I still like the writer Roald Dahl since I was a child. Great stories and there's always a little dark edge to his humor. Okay, also er liebt die Geschichten von Roald Dahl seit seiner Kindheit, weil die immer so einen, ja, ich glaube, schwarzen Humor und so eine kleinen Twist immer noch am Ende haben. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. You're welcome. Thank you.